Souveräner Auftritt des Tabellenführers. Am Sonntagnachmittag spielte die SG Sickels auf heimischem Rasen gegen die Nummer 1 der Kreisoberliga Fulda Süd, den FSV Thalau. Schon im Vorfeld war klar, dass diese Partie kein Zuckerschlecken für die Sickelser Kicker werden würde, doch davon wollten die gut gelaunten heimischen Fans sich selbst ein Bild machen. Zum Spiel. Die Partie begann äußerst träge. Zwar konnten die Gäste aus Thalau deutlich öfter den Ball für sich behaupten, doch aus dem Mehr an Ballbesitz ergaben sich keine Torchancen. In der 14. Minute dann die erste Torchance für die Gäste. Ein Freistoß von Christian Bohl direkt in den Lauf seiner Mitspieler, die den Ball nicht verwerten konnten. Doch dann passierte es. Nach einem schön herausgespielten Angriff der Thalauer über rechts außen fälschte Rizwan Said eine Flanke unglücklich ab, sodass der Ball im eigenen Tor landete. Nun warfen die Gäste alles nach vorne. Und nach schönem Kurzpassspiel kam Tobias Eisel an den Ball und baute die Führung seiner Mannschaft aus. Das 0:2. Nach der Halbzeitpause starteten die Sickelser wie ausgewechselt in die zweite Hälfte und hatten gleich zu Beginn eine Riesenchance. Doch die Latte verhinderte den Anschlusstreffer. Dann war der FSV wieder die spielbestimmende Mannschaft und bestätigte dies mit einem weiteren Tor. Christian Bohl stand goldrichtig und schob einen Abpraller des Sickelser Keepers ganz lässig ins Tor. In der 70. Minute erzielte Marc Röhrig mit einem herrlichen Schuss aus 20 Metern noch das 0:4 für sein Team. Kurze Zeit später hatten die Sickelser nach einem Foul im Thalauer Strafraum noch die Chance per Foul-Elfmeter einen Ehrentreffer zu erzielen. Mubarak Doga legte sich den Ball zurecht, lief an und erzielte im Nachschuss das 1:4. Zum Abschluss erzielte Serdar Kabul nach einem Zuspiel von Christian Bohl das 5. Tor für den FSV Thalau. Somit endete die Partie mit 1:5. Ja, wir haben die ersten 35 Minuten ganz gut mitgehalten. Wir haben uns hinten reingestellt. Das war auch das Ziel, das 0:0 lange zu halten. Und dann durch zwei ganz doofe Eigentore sind wir in Rückstand geraten. Und dann ist Thalau klar besser geworden. Das Spiel ist 80 Minuten schon in der richtige Richtung gelaufen, nämlich Sickelser Tor. Und ich denke auch, wir haben verdient gewonnen. Vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch. Sickels hat nur ein bisschen, hatte auch ein, zwei gute Möglichkeiten. Und ich denke mal, alles in allem war es ein verdienter Sieg heute.